Das Modell ist 120 Zells, das wir bauen wollen, besteht aus Ecken und Kanten, theoretisch. Praktisch müssen wir die Ecken etwas dicker machen und die Kanten auch. Dadurch werden die Ecken zu Vierfüßern. Denn an jeder Ecke treffen sich vier Kanten. Wenn die Vierfüßer fertig sind, verbindet man sie mit solchen Kanten zusammen. Dabei muss man darauf achten, dass alle Farben stimmen. Das heißt, wir haben hier eine rote, eine grüne, eine rote Seite. Die rote Seite verschwindet hinterher darunter, sodass eine Kante ein dreiseitiges Prisma wird. Und in dem Fall wäre die rot-rot-grün. So aufzustecken. Und zwar in diesem Falle beiderseits rot-grün. Hier ist es. Es gibt verschiedene Klassen von Ecken. Jede Eckenklasse ist durch einen Buchstaben gekennzeichnet. Und die Kennzeichnung an den Kanten sagt, welche Ecken von welcher Klasse diese Kante verbindet. Es geht jetzt zunächst darum, wie eine Ecke gefertigt wird. Das ist nicht ganz einfach, einen solchen Vierfüßler zu basteln. Hinterher wird es darum gehen, Verbindungen aus Ecken und Kanten im Ganzen zu basteln, weil das den Arbeitsaufwand etwas mindern wird. Zunächst also eine Ecke. Hier nehmen wir eine Ecke der Klasse N. Die Ecken sind von innen nach außen bezeichnet. Der Buchstabe N kennzeichnet also eine Ecke, die ziemlich weit draußen liegt und deswegen auch schon ziemlich groß ist. Jede Ecke enthält vier Bauteile, entsprechend den vier Röhren, die von jeder echten Ecke ausgehen. Jedes dieser Bauteile wird hinterher zu einer Röhre. Dabei trägt jedes Bauteil einen oder mehrere Schwänze, mit denen es an die Nachbarn angeklebt wird. Erster Schritt ist, Bauteil ritzen, dann ausschneiden, dann sehen wir weiter. Diese Kante gehört übrigens zu einem anderen Bauteil und ist auf diesem Bastelbogen nur zur Platzersparnis. Wir ritzen mit dem Messer am Lineal entlang jeder internen Kante jedes Bauteils. Ritzen Sie sehr zartfühlend. Es geht nicht darum, das Papier zu zerschneiden, sondern es zum Knicken gefügiger zu machen. So, das war eine Kante, die legen wir für später beiseite. Die Schwänze sind 1,5 mm schmäler als die Flächen, unter die sie hinterher geklebt werden.
damit es passt. Das heißt, man hat hier beim Schneiden so eine winzige kleine Ecke, die macht die Sache etwas unbequem. So, nach dem Schneiden falten wir jetzt jede dieser Teilröhren zusammen. Dabei gerät der letzte Streifen unter den ersten, sodass es eine richtige Röhre gibt. So. Die Schwänze müssen gegen die eigentlich gute Richtung teilgefalzt werden. So, jetzt geht es ans Zusammenkleben. Das Zusammenkleben ist etwas trickreich. Man muss die Dinger nämlich so zusammentun, dass sie sich eigentlich im Wege sind. Damit das nicht schief geht, ist jedes Feld, was zu kleben ist, mit einem Nümmerchen bezeichnet. Und es empfiehlt sich, die Reihenfolge der Nümmerchen einzuhalten. Wir kleben mit Buchbinderleim und Nummer 1 heißt N1B. Wir finden das Feld, was auch N1B heißt. Es muss auch dieselbe Farbe haben. So passt es. Das heißt, wir schmieren Feld mit dem Nummerchen 1 mit Buchbinderleim ein. Nümmerchen 2 ist hier. Wir schließen Röhre 1, denn Röhre 1 hat bereits alle ihre Verbindungen zu den Nachbarn. Dann ist uns nämlich die offene Röhre 1 beim weiteren Kleben nicht mehr im Weg. So, Nummer 3 suchen. Da ist sie. So, N2B. Jetzt wird es nämlich eng. So. Und wir sehen, Schwanz N3B will auch unter N3B. Das ist Nummer 4. Und die können wir auch gleichzeitig kleben. So, Röhre 2 hat alle ihre Anschlüsse, also ist jetzt Nummerchen 5. Röhre 2 zukleben. So, Nummerchen 6 kommt an die Reihe.
N3C und der N3C. Okay, der Schmierfleck ist nicht schlimm. Hinterher wird ja alles, was wir jetzt kleben, dadurch unsichtbar gemacht, dass die Kante da drüber kommt. So, und jetzt kommt der feierliche Schluss. Röhre 4 wird zugemacht. Bei dieser Gelegenheit kommen mal drei Schwänzchen dran. Fertig. Das war eine einfache Ecke. Jetzt kommt die Kombination aus einer Kante plus zwei Ecken. Das gibt etwas weniger Bauteile insgesamt, beschleunigt die Arbeit, ist dadurch aber komplizierter. Alles, was man dafür braucht, ist auf der oberen Hälfte vom Bastenboden. So, hier ist die Kante von den vier Röhren, die zu jeder Ecke gehören, ist eine Röhre jeweils in diese Kante integriert und deswegen ist der Zusammenbau geringfügig komplizierter. Erst kommt wieder Ritzen und Schneiden. So, jetzt geht das Spiel mit den Nimmerchen wieder los. Hier ist Nummer 1. Will an E4C. Nummer 2. Will an E4B. E4B ist hier. Aber hier darf man natürlich nichts draufschreiben, weil das hinter sichtbar ist. Also sieht man es hier. Nummer 3 ist F1B. Das will hier hin. So, und damit kann man die große Röhre zumachen. Nummer 4 ist die große Röhre. Möglichst nicht mit dem Finger in die Klebe langen. Aber wenn es passiert, ist es nicht so schlimm. Das Zeug ist wasserlöslich. Hier ist Nummer 5. Will an E2B. Und jetzt gehen die Ecken ungefähr so wie beim letzten Mal. Jetzt fehlt Ihnen vielleicht die Geduld zu warten, der Leim richtig abgebunden hatte. Dagegen helfen die kleinen Wäscheklemmerchen. Moment, erst richtig rücken, dann festklammern. Die Klemmerchen, die helfen auch den Stellen, wo die Finger zu dick sind. So, ihr seid fertig.
So, das war die Ecke auf der einen Seite. Es geht weiter mit Nummer 11. Ja. 11 hatten wir schon. Okay, 12. Wir sind auch fast fertig. Und jetzt haben wir ein Ensemble aus zwei Ecken mit dazwischenliegender Kante. Das trifft sich, dass die andere Kante genau da dran passt. Nach dem üblichen Rezept. Buchstabe muss stimmen, Farbe muss stimmen. So, mit anderen Worten, E grün, grün, rot, gelb, da muss E. So, und an das Ensemble kommen noch weitere Kollegen. Und insgesamt wollen diese Dinge dann ans Gesamtkunstwerk. Es sind übrigens insgesamt 1200 Kanten und 600 Ecken.